Kapitel 23 Hydropi. Mein wahres Ich. Als einziges Pokémon der Gruppe hatte Lucario seinen früheren Trainer tatsächlich erkannt. Den anderen hast du nichts gesagt, so wie ich das sehe. Habe ich da recht? Nun, wo einmal jemand wusste, wer es war, wirkte Olaf trotzdem sehr gelassen. Ja, das hat für mich einfach wie das Klügste gewirkt. Ich will nicht in irgendeiner Form anders behandelt werden, wenn es um solche Prüfungen geht. Das Auren-Pokémon schien seine Absicht perfekt zu verstehen. Der Gedanke ist logisch. Auch wenn ich denke, dass es nichts geändert hätte. Unsere Mission ist und war es zu prüfen. Egal wen. Und ehrlich gesagt kann ich mir schwer vorstellen, dass es keiner der anderen wusste. Wenn ich raten müsste, Lapras hat es sehr sicher gewusst. Ich denke, Amphira auch. Von daher war dein ganzes Spiel wohl eher nutzlos, aber... Das ist nicht das Thema, meinst du nicht auch? Es geht um deine letzte Prüfung. Die letzte Prüfung musst du alleine bestreiten, Olaf. Sie ist nämlich die spezifischste von allen. Kämpfe gegen mich, aber... Es gibt einen Haken. Hinter einem großen Stein zog er eine Art Schal hervor. Verbinde dir hiermit, während dem Kampf, deine Augen. Olaf wirkte von dieser Aufforderung eher amüsiert, offenbar sehr sicher, dass das Ganze nur ein Scherz war. Erst nach ein paar Sekunden bemerkte er, dass diese Forderung durchaus ernst gemeint war. Warte, was? Mit verbundenen Augen? Das geht doch nicht, du verlangst Unmögliches. Nein, das tue ich nicht. Ich verlange nicht, dass du mich besiegst. Ich werde dir Anweisungen geben. Und um deine Umgebung wahrzunehmen. Rayquaza wusste wohl, dass du ein Riolu werden würdest. Denn diese Aufgabe ist exakt auf dich zugeschnitten. Du bist ein Riolu. Ein Teil der Entwicklungsreihe der Auren-Pokémon. Du darfst niemals mit deinem Sinn kämpfen, um in dieser Form Erfolg zu haben. Das, was du tun musst, ist der Aura zu folgen. Die Aura wird dich leiten. Und ich werde dich lehren, wie. Also verbinde deine Augen. Leicht zögerlich nahm Olaf das Band und tat, was ihm gesagt wurde. Ich trat etwas zurück, um außerhalb der Kampffläche zu stehen. Bedächtig bewegte Lucario sich um seinen Schüler herum. Was spürst du? Welche Elemente fließen durch deinen Körper? Angestrengt versuchte Olaf, sich zu fokussieren. Ich spüre den Wind und die Steine auf dem Boden. Etwas Wasser, eine kleine Pfütze neben mir. Ich war etwas überrascht, als er die Pfütze erwähnte. Er hatte sich doch nie im Leben diesen kleinen Wasserfleck ein paar Meter neben ihm gemerkt. Sehr gut, du spürst bereits Aura. Doch die Art der Aura, die du spürst, ist noch eingeschränkt. Versuche dich nicht nur auf das Leblose zu fokussieren, sondern auch auf das Lebendige. Vollkommen lautlos, als würde er schweben, bewegte Lucario sich weiter im Kreis um Olaf, der vollkommen still war. Ich spüre farbige Auren, nicht farblos wie das Wasser oder der Stein. Eine blaue Aura nahe am Rand der Bergspitze und eine rote Aura ziemlich genau rechts von mir. Als Außenstehender wirkte diese Vorstellung ziemlich beeindruckend. Die blaue Aura war eindeutig meine und Lucario mit der roten Aura stand gerade rechts neben Olaf. Du schlägst dich gut. Doch du hast es nur mit sehr langsamer oder stehender Aura zu tun. Jetzt beginnt der Kampfpart. Du musst lernen, selbst ohne Augenbinde dich nicht auf deine Augen zu verlassen, sondern auf die Aura. Versuche dieses Mal meinem Angriff auszuweichen. Wieder bewegte sich Lucario weiter im Kreis um Olaf herum. Ich sah, wie sich eine Aurasphäre in seiner Hand bildete. Auf einmal schoss er die Aurasphäre gerade nach oben und griff Olaf mit einem einzelnen Hieb an. Offensichtlich völlig unvorbereitet wurde Olaf getroffen und fiel zu Boden. Lege deinen Fokus immer auf die Aura des Lebenden. Die unbewegliche Aura wird dir im Kampf nie Probleme geben, solange du an die Kraft der Kontrolle glaubst. Das ergibt keinen Sinn. Antikraft zum Beispiel ist ja kein lebendiger Angriff. Aber ich kann den doch nicht einfach ignorieren. Oh doch, gerade das kannst du. Erinnere dich zurück an Amphiras Prüfung. Immer den Fokus halten. Das gilt für die Aura genauso. Fokussiere dich immer auf die lebende Aura. Die einzig leblose Aura, die dich interessiert, ist die Landschaft, auf welcher du dich bewegst. Probiere es einmal. Vertraue dem Fokus und glaube an die Kontrolle der Aura. Wieder wiederholte sich das Prozedere. Wieder schoss Lucario eine Aurasphäre gerade nach oben. Dieses Mal war der zweite Angriff jedoch ebenfalls eine Aurasphäre. Genau auf Olaf. Er schien sich nicht zu rühren. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was genau Olaf jetzt machen würde. Gerade nach dieser letzten Anweisung. Doch gerade als es aussah, als würde die Aurasphäre ihr Ziel finden,
verfehlte sie einfach. Ein wenig sah es so aus, als würde Olaf Doppelteam nutzen. Der Angriff traf dorthin, wo er war, aber mit unverfolgbaren Bewegungen wich das Riolu einfach aus. Hast du es gespürt, wie die Aura dich vor der Attacke geschützt hat? Jeder leblose Angriff kann durch derartigen Fokus abgehalten werden. Wenn du an die Bewegung gewohnt bist, kannst du sogar aus ihr heraus agieren und einen Konterangriff beginnen. Dies waren alle Grundsätze der Aura. Nimm deine Augenbinde ab. Wieder tat Olaf, was ihm gesagt wurde. Du hast die Aura gemeistert. Blicke hinauf in den Himmel. Ich verstand den Sinn dahinter nicht. Doch Olaf fragte nicht nach. Aber kaum blickte er nach oben, griff Lucario ihn wieder an. Mit einem physischen, oder wie er wohl sagen würde, lebendigen Angriff. Doch trotzdem wich Olaf aus und verpasste Lucario sogar einen leichten Schlag als Konter. Der Lehrer wirkte sehr zufrieden. Ich sehe, du verstehst es wirklich. Lass die Aura dein Auge sein. Die Aura ist reiner als der Blick. Sie zeigt dir nicht das Äußerliche, über welches wir dann urteilen, sondern das Wahre, das Innere. Olaf, mein alter Freund, du hast deine Prüfung bestanden. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen kann. Erinnere dich immer an diese Lehrstunde und trainiere die Aura, um sie weiter nutzen zu können. Und nun ist die Zeit gekommen. Ihr beiden habt als Team gearbeitet, um es an diesen Ort zu schaffen. Ihr gehört zu den Auserwählten, die nun wahrlich den geheimen Kontinent betreten dürfen. Ich war kurz davor nachzufragen, als auf einmal Wolken aus dem Himmel über uns herabstiegen. Am Rande der Bergspitze bildete sich eine Art Treppe hinauf auf diese zweite Wolkenschicht. Ihr habt das Tor zum Himmel überstanden. Nun begebt euch hinauf in den geheimen Kontinent, in das Reich der Wolken. Wir werden uns schon bald wiedersehen, dem bin ich mir gewiss. Doch für nun schreitet voran. Rayquaza erwartet eure Ankunft. Der fünfte Zacken des Sternes, das Tor zum Himmel. Es war nur der Weg zum wahren letzten Kontinent gewesen. Dieser Ort war dem normalen Auge so verborgen, da er nicht auf diesem Planeten lag, sondern hoch oben in den Wolken. Olafs Prüfungen waren zu Ende. Und wir bestiegen die Treppe zu diesem besonderen Ort. Der Wolkenkontinent war eigentlich genau, wie man sich eine Stadt in den Wolken vorstellte. Gleichzeitig war es ein einzigartiger Anblick. Egal, wie sehr man sich so etwas vorstellte, es dann wahrlich sehen zu können, wirkte schlicht unreal. Auch einige Pokémon hielten sich hier auf, jedoch nicht viele. Eigentlich alle von ihnen waren logischerweise Flug-Pokémon. Viele interessierte und bewundernde Blicke grüßten uns. All diese Pokémon wussten, dass man wohl einiges leisten musste, um an diesen Ort zu kommen. Unser nächstes Ziel war eindeutig zu erkennen. Inmitten der Wolkenstadt stand ein hoher Turm, an dessen Spitze Rayquaza uns wohl erwarten würde. Auch wenn es verlockend war, sich zunächst in dieser Stadt umzuschauen, entschieden wir uns dagegen. Vielleicht würden wir irgendwann die Chance dazu bekommen, aber nun war nicht die Zeit dafür. Auch auf den letzten Metern dieser Reise galt wie immer, keine Zeit verlieren. Ohne Umwege liefen wir auf den Turm zu, bis wir ihn schließlich erreichten und betraten. Im Inneren erwartete uns eine Menge Treppenstufen. Begeistert waren wir beide nicht, aber einen anderen Weg gab es nicht. Also Augen zu und durch. Es dauerte knapp 15 Minuten, bis wir an der Spitze des Turmes angekommen waren. Der höchste Punkt in einer Stadt über den Wolken. Höher hinaus kann man nicht reisen. Der perfekte Ort für den König der Ozonschicht. Der perfekte Ort für Rayquaza. Das mächtige Drachen-Pokémon befand sich bereits an diesem einzigartigen Ort. Rayquaza, wir haben all die Prüfungen abgeschlossen, die du uns in den Weg gestellt hast. Lucario meinte, dass du uns hier erwarten würdest. Olaf, du bist also wirklich gekommen. Ich wusste, dass ich damals in der Menschenwelt einen guten Schützling erwählt hatte. Und wie ich sehe, hast du auch einen besonderen Begleiter dabei. Besonders, ich war mir nicht ganz sicher, was Rayquaza für Stoffe intus hatte, aber ich sagte lieber nichts. Ich habe eure Suche vom Himmel aus beobachtet. Ich habe eure Erfolge gesehen. Ihr beiden bildet ein sehr interessantes Team, anders als alles, was ich gewohnt bin. Olaf schien nicht lange um das Thema herumreden zu wollen. Warum wolltest du uns sehen? Wir müssen wieder zurück und den anderen helfen. Der König des Kontinentes wirkte amüsiert. Wie, denkt ihr wirklich? Ich wollte euch sehen, um euch zu beglückwünschen. Ich werde euren Erfolg nicht anerkennen, bevor ihr mir nicht bewiesen habt, dass es kein Glück war. Euch erwartet noch eine letzte Prüfung.
Urplötzlich schoss der Drache hinauf in die Atmosphäre. Seine Stimme hallte bis zu uns herunter. Zeigt mir eure wahre Macht und kämpft! Es wäre ja auch zu einfach gewesen, nicht? Wir sollten noch eine Prüfung bestehen, da 4 ja nicht genug waren. Und noch dazu, sollten wir Rayquaza bekämpfen? Inzwischen war er mit gewaltiger Wucht wieder auf die Turmspitze gestürzt. Anfangs hoffte ich darauf, ihn vielleicht mit einigen Eisstrahlen schnell ausnocken zu können. Allerdings unterschätzte ich die Agilität des riesigen Wesens. Meine Angriffe fanden kaum ihr Ziel. Olaf versuchte seine neuen Aura-Fähigkeiten zu nutzen, was defensiv auch gut zu funktionieren schien. Auch wenn ich merkte, dass die Wolken, die unser Schlachtfeld bildeten, seine Orientierung etwas störten. Ich war zwar kein Experte, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass Wolken eine sonderlich einfach zu spürende Aura hatten. Wir hielten uns zwar nicht schlecht im Kampf, aber dass es offensichtlich nicht genug für einen Sieg gegen Rayquaza werden würde, war schnell offensichtlich. Wir brauchten schnell eine neue Idee. Halt, es reicht. Für einen Moment wirkte Olaf aus der Bahn geworfen, doch schnell verstand er meine Intention. Auch Rayquaza stoppte kurz. Was? Was soll diese Prüfung bitte bezwecken? Ich beende den Kampf hier. Wir können unmöglich gewinnen. Was erwartest du von uns denn? Wir können noch so starke Krieger sein, aber ein 2 gegen 1 gegen dich zu gewinnen, liegt einfach nicht im Rahmen des Möglichen. Hydropi, ich habe eure Reise beobachtet. Kenne eure Stärken und Schwächen. Nur weil ihr einen Kampf nicht mit purer Stärke gewinnen könnt. Lasst ihr euch nicht unterkriegen, das ist mir ein Geheimnis. Dann wüsste ich gern, wie wir diesen Kampf sonst gewinnen sollen. Irgendwelche billigen Tricks funktionieren genauso wenig, das ist mir klar. Rayquaza wirkte allerdings misstrauisch. Ach ja, ist das so. Im nächsten Moment flog er gerade nach oben, um dem Überraschungsangriff auszuweichen, den Olaf vorbereitet hatte. Rayquaza war nicht naiv, aber vorhersehbar. Ich ahnte seine Flugbahn schon im Voraus und traf endlich einen Eisstrahl. Und ich sah schnell, dass der Kampf dadurch im Prinzip schon gewonnen war. Das Eis, welches seine Flügel nun überzog, hielt Rayquaza zeitweise vom Fliegen ab. Und ohne diese Fähigkeit hatte selbst er keine großen Chancen mehr. All seine Mobilität ging verloren und ließ uns eine riesige Angriffsfläche. Und dementsprechend endete der Kampf auch bald darauf. Ich hab genug, ihr habt gewonnen. Ich gebe auf. Wir hatten beide aus dieser Reise gelernt, weshalb wir vorsichtig blieben. Doch Rayquaza lachte nicht an einen Trick. Ihr habt bewiesen, was ihr könnt. Das ist die Besonderheit eures Zweiergespanns. Was ihr tut, zeichnet wahre Stärke aus. Ein Gegner zu schlagen, weil man stärker ist, ist eine Sache. Ein Gegner schlagen, obwohl man schwächer ist, ist die Kunst. Du, Hydropi, hast großen Einfallsreichtum und bist gerissen. Auch wenn du selber es nie wirklich akzeptiert hast. Du hast immer gekämpft, als dürftest du einen Kampf nur mit Stärke entscheiden. Aber vielleicht hat diese Reise dir geholfen. Sie war von vornherein nicht nur für Olaf gedacht gewesen, sondern auch für dich. Die Reise war von vornherein für mich gedacht gewesen. Rayquaza wusste von all meinen Zweifeln, von der Suche nach meinem wahren Ich. Und jetzt hatte ich all dies bestanden und glaubte zum ersten Mal, mich wirklich selber zu verstehen. Nicht nur eine Reise für Olafs Kraft lag hinter uns, sondern auch meine Selbstfindung. Ihr habt euch euren finalen Lohn verdient. Der Drache gab die Sicht auf einen seltsamen Regenbogen frei. Dieser Ort ist eine legendäre Quelle. Jede Welt hat eine von ihnen. Sie kann das wahre Potenzial eines Pokémon freilegen. Oder einfach gesagt, ihr könnt euch entwickeln. Die Quelle steht euch dafür offen. Ihr habt euch euren Preis verdient. Beide. Eine Entwicklung? Ich hatte all die Zeit nach meiner Stärke gesucht. Und nun hatte ich die Chance, mich zu entwickeln. Doch gerade jetzt, gerade wo die Chance so sehr bestand, wusste ich nicht, ob ich es wirklich wollte. Als Olaf seine Entscheidung traf, war auch ich mir sicher. Ich lehne das Angebot ab. Ich habe lange Zeit genutzt, um mich an diesen Körper zu gewöhnen. Jetzt werde ich ihn nicht gleich wieder abgeben. Und diese kleine Form hat auch Vorteile. Ich passe. Hydropi, die Zeit ist gekommen, in der du deine wahre Stärke entfalten kannst. Entwickeln, nicht entwickeln. Es war nicht nur eine Frage der Moral. Es war eine Entscheidung, die mein Leben verändern würde. Olaf entschied sich am Ende gegen seine Entwicklung. Und ich? Während Olaf Rayquaza unsere Pläne erklärte, trat ich wieder aus der Quelle. Meine Entwicklung war für mich allerdings eher von symbolischer Bedeutung. Den alten Hydropi, mein altes Ich,
ließ ich endlich hinter mir. Olaf schien gerade fertig mit den Erklärungen zu sein. Hydro... Entschuldige, Sumpex. Ich habe alles erfahren. Nur muss ich noch wissen, wie die Welt heißt, welche ihr besuchen wollt. Vielleicht habe ich die Fähigkeit, euch zu helfen. Nun, wir alle nennen diese Welt nur die dunkle Welt. Die dunkle Welt? Und dort ist ein derartiges Wesen? Ohne Vorwarnung flog Rayquaza wieder hoch in die Luft. Die Zeit ist gekommen, meine Freunde. Unser großes Ziel ist nicht mehr weit. Ein ohrenbetäubendes Brüllen ertönte, als die Welt um mich herum begann zu schwanken.